Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute am 30.12.1987 befinden wir uns am Ende eines erfolgreichen Jahres bei der weiteren Realisierung unseres Gesamtkomplexes Märkisches Ufer. Alle am Bau beteiligten Kollektive können gute Leistungen bei der Planerfüllung abrechnen. Mit Beginn des neuen Jahres treten wir in die entscheidende und letzte Etappe bei der Fertigstellung und Inbetriebnahme unseres Hauses für den Bundesvorstand des FDGB. Vom höchsten Punkt des Funktionsgebäudes haben wir einen wunderbaren Überblick über das Stadtzentrum unserer Hauptstadt Berlin. Gleichzeitig können wir einschätzen, wie viele unterschiedliche Teilobjekte und Funktionseinheiten insgesamt den Gesamtkomplex bilden. Es zeigt sich, dass schon am Überblick der Dächer doch an den unterschiedlichen Teilobjekten der erforderliche Anarbeitungsstand noch nicht erreicht werden konnte. Schwerpunkte liegen insbesondere jetzt, und dabei muss der verspätete Wintereintritt und das gute Wetter genutzt werden, in der Fertigstellung aller Dächer und Fassaden sowie in der schrittweisen Inbetriebnahme aller technischen Anlagen durch die späteren Nutzer. Dabei kommt es darauf an, im Januar und Februar die Voraussetzungen zu schaffen, dass mit dem Probekochen in den Versorgungseinrichtungen zügig begonnen werden kann und es uns gelingt, noch im Monat März die ersten Versorgungsaufgaben mit der neuen Mitarbeiterversorgungseinrichtung zu bewältigen. Wenn ich euch sehe, was du machst da. Ja. Noch früher, da habe ich das schon mal eine Nacht geplant. Und ein paar Bier kochen. Jetzt muss man den Bau nicht immer laut zugeben. Leise gehen auch. Hallo, wo ist die Platte jetzt noch? Hier passen wir die Haken.
Läuft. Guten Tag, wir haben mit einem Video kommen.
Dahin was ist das? Ja, du bist irgendwann. Sekretariat des Bundesvorstandes des Rheindeutschen Gewerkschaftsbundes, werte Gäste. Im Namen von über 2300 Bauschaffenden aus mehr als 60 Kombinaten und Betrieben, die unmittelbar an diesem neuen Haus des Bundesvorstandes des Rheindeutschen Gewerkschaftsbundes mitgearbeitet haben, und aller Kollektive der Zulieferbetriebe, möchte ich euch anlässlich der Übergabe recht herzlich begrüßen. Die zierten Bedingungen des innerstädtischen Bahns, ein weiteres Trümmerfeld aus dem Zweiten Weltkrieg zu beseitigen und an einem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt des Zentrums zu führen. In der Einheit von Neubau, Rekonstruktion und Modernisierung waren gekennzeichnet durch Schöpferkraft und Initiative auf der Grundlage des zielgerichteten Komplexwettbewerbs, verbunden mit fruchtbarer Auseinandersetzung im Kampf um Qualität und Termin. Heute können alle sehen, das gemeinsame Ringen um effektive Ergebnisse und das Suchen nach neuen Lösungen haben sich gelohnt. An den traditionsreichen Bereich unseres Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes unter Führung unserer Partei, der Arbeiterklasse, gibt uns die Gewissheit, dass von diesem neuen Haus des Bundesvorstandes des FDGB weitere Impulse für die Stärkung des Sozialismus und die Sicherung des Friedens ausgehen. Dafür wünschen wir dir, lieber Kollege Harakisch, allen Mitgliedern des Präsidiums und des Sekretariats des Bundesvorstandes Gesundheit und Schaffenskraft. Ich möchte dich nun bitten, Komm bitte nochmal. Mit dem Schlüssel und der Dokumentation ins Bild und wir stellen es rein. Guck mal her. Ja. Sehr schön. Noch einmal. Sehr schön. Dankeschön. Ich hab's aber. So, liebe. Danken hier an unseren Bauwettbewerb haben, gleich welcher Richtung wir bauen, unsere Quaden, die Schieferkombinat bis zum Innenprojekt hin, die zum Architekten in der ersten Zeitungsstück gemacht hat und bis zu den Rheinmache-Kräften, die jetzt das Haus so lange gemacht haben, dass wir zwei Sätze in der Kraft wieder nehmen können. Danken wir also ganz herzlich für die große gereiste Art. Und ich habe gerade ein kurzes Gespräch mit den Arbeitern gehabt, die drei Jahre an dem Bau gearbeitet haben, die alle mit Stolz jetzt von draußen das Gebäude betrachten, in seiner architektonischen Pracht. Und wir denken, dass die innen gestanden sind, dass sie alle mit Stolz auf ihre Arbeit, auf die Leistung bleiben. Und eines will ich noch erwähnen. Wir sind, das hat der Gerard noch was gehört, am Vorabend des 53. Jahrestags der Gründung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und ich glaube, es ist ein würdiger Tag in der Geschichte unserer, der größten Plattenmacher für die deutsche Demokratie gibt, heute besitzt der Greifen von diesem Gebäude. Denn, wenn wir es auch mal Ergänzungsbau nennen, ist es der erste Neubau dieser Art, in diese größte Nation der deutschen Demokratie in der Geschichte unseres Landes und der Gründung des FDGB 1945 gebaut hat. Und darum denke ich, können wir erhobenen Hauptes das Haus mit vollem Recht in unserem Besitz nehmen. Denn diese Organisation hat aktiv mitgearbeitet, dass unser Sozialismus heute die Gestalt angenommen hat, die er in der Land bauen hat und insofern der Beschlüsse unserer Partei gestalten und entwickeln der sozialistischen Gesellschaft.
Gemeinschaft weiter, stärken die Sozialismus für den Kampf um den Frieden fort und sind wirkliche Interessenvertreter der Werktätigen und des Landes, damit das Leben immer schöner und inhaltsreicher in unserer sozialistischen Heimat der deutschen Demokratischen Republik wird. Wir brauchen uns durch eure Arbeit und durch unsere Tun nicht zu verstecken. Wir können überall bekannt geben, dass das das Gebäude der Freien Deutschen Gewerkschaft ist. Wir schreiben das nicht groß. In unserer Zeitung, in was heute nicht, vielleicht noch einem Jahr, wenn wir es mal proklamieren oder die Nachbarn richtig darstellen. Aber von draußen steht ein großes FDGB-Emblem am Hausrand und jeder sieht, dass das Hausprodukt, dass das Eigentum des FDGB ist und wir brauchen uns die, ja, man weiß das erwähnt. Es gab Diskussionen, es gab einen Streit, aber der Streit ist dafür da, dass man immer vorwärts geht, damit es immer besser wird. Und ihr habt euch gestritten um Qualität und um Schönheit. Und ich glaube, schon die ersten Schritte geben wir uns Zeit. Dass auch in Zukunft unsere Arbeit gelingen möge, den Nutzen der Beschlüsse des 11. Parteitages, des 13. FDGB. Also erstmal mit unseren Gestalten, sowohl. Was hast du denn abgenommen, sagt dieser Pause? Oh, das ist ja. Ja.